Er hob seine Arme und es hörte nicht mehr auf. Es reichte bis hierhin. Ich werde nie den Tag vergessen, als er mir vorgestellt wurde. Meine Freunde haben mir etwas gesagt und jeder schwitzt ein wenig. Das ist normal. Ich mochte es überhaupt nicht. Und als ich es gar nicht mehr ertragen konnte, hat er etwas gefunden, das das Problem gelöst hat. Und jetzt mag ich ihn sehr. Es ist mehr als ein Deodorant. Es ist ein Antitranspirant. Axe Dry. Unser heutiges Gehirn verbraucht 25% unserer Körperenergie. Um ein Gehirn unserer Größe zu ernähren, brauchen wir viele Kalorien. Mit seinem großen Gehirn und Körper brauchte ein Homo erectus wie der Turkana-Junge mehr Nahrung aus der Savanne. Als Erwachsener wäre der Turkana-Junge über 1,80 Meter groß geworden. Das bedeutet einen enormen Energiebedarf. Um den zu decken, hätte er schon sehr viele Pflanzen essen müssen. Doch es gab eine Nahrungsquelle, die die Nährstoffe lieferte, die Gehirn und Körper zum Wachsen brauchten. Afrika war voll davon. Die Nahrungsquelle, die wohl auch am wichtigsten für die Entwicklung der Gattung Mensch war, sind Fleisch und seine Nebenprodukte, wie Hirn, Knochenmark und Fett. Sehr protein- und kalorienreich und leicht verdaulich. Das Problem beim Fleisch ist aber seine Beschaffung. Wie also kam der Turkana-Junge, ein Schwächling mit großem Gehirn, der viele Kalorien brauchte, an sein Fleisch? Wie konnte der Homo erectus ein großes, gefährliches Tier erlegen, ohne dabei selbst getötet zu werden? Die Antwort darauf war eine sehr geschickte Methode, das ausdauernde Rennen über die Mittagszeit. Die Vorfahren des Homo erectus, kleine, haarige Affen wie Lucy, liefen auf zwei Beinen, aber rannten vermutlich nicht viel. Der Turkana-Junge dagegen war, wie wir, für das Rennen gebaut. Dan Lieberman glaubt, dass er große Strecken rennen konnte, weil er seine dichte Körperbehaarung verloren hatte und seinen Körper durch Schwitzen abkühlen konnte. Das war der Schlüssel zu seinem Erfolg. Dies bedeutet, dass unsere Vorfahren schon lange vor dem Turkana-Jungen, vielleicht sogar schon zu Lucys Zeiten, allmählich ihre Körperbehaarung verloren. Der Turkana-Junge war überwiegend unbehaart, so wie wir. Und das verschaffte ihm vielleicht einen Vorteil gegenüber anderen Räubern. Die meisten Tiere sind zur Zeit der Mittagssonne benachteiligt, weil sie überhitzen. Nur durch Hecheln können sie sich Abkühlung verschaffen. Doch während schnellen Rennens können sie nicht hecheln. Deshalb können sie nur kurze Sprints hinlegen. Vierbeiner können 10 bis 15 Minuten rennen, dann überhitzen sie. Hominiden können sich dagegen durch Schwitzen abkühlen, und zwar am ganzen Körper. Dank unseres unbehaarten Körpers kann die Luft ungehindert auf unserer Haut zirkulieren und das Verdunsten des Schweißes kühlt uns. Dies macht uns zu einem der besten Langstreckenläufer im Tierreich. Dan Lieberman ist der Ansicht, dass unsere Vorfahren deshalb eine ungewöhnliche Jagdmethode entwickelten, die sogenannte Hetzjagd. Seiner Meinung nach klärt uns die moderne Ethnographie darüber auf, wie das vonstatten ging. Die Bushmen in der Kalahari geben uns Einblicke in die Technik, mit der der Homo erectus möglicherweise vor 2 Millionen Jahren jagte. Die Bushmen wissen, dass die Tiere mittags im Schatten ruhen. Deshalb ist dies der perfekte Zeitpunkt für die Jagd. Wenn sie ihre Beute ausgewählt haben, hier einen Kudu, beginnt ein Marathonlauf. Ihre Strategie ist einfach. Sie hetzen das Tier bis zur Erschöpfung. Sobald sich das Tier auszuruhen versucht, scheuchen die Jäger es wieder auf. Sie geben ihm keine Chance zur Abkühlung. Sie selbst können weiterlaufen, weil sie schwitzen können. Der Homo erectus hatte eine innovative Möglichkeit gefunden, den Nahrungsbedarf seines Gehirns zu stillen.
Bei der heutigen Jagd rennen die Bushmen über Stunden lang bei glühender Hitze. Der Kudu erleidet schließlich einen Hitzschlag. Der Turkana-Junge besaß zwar keine Speere mit Stahlspitze wie die Bushmen, aber die brauchte er auch nicht. Der Homo erectus jagte eher mit Nahkampfwaffen, mit Speeren, die aus kurzer Entfernung nach den Tieren geworfen wurden, mit Knüppeln oder Steinen, die er warf, und ähnlichen Waffen. Die Jagdtechnik des Homo erectus war einfach, aber wirksam. Nicht nur sein größeres Gehirn forderte Nahrung, sondern auch die immer komplexeren frühmenschlichen Gesellschaftsstrukturen.